Mitte Februar teilte der französische Bahnhersteller Alstom mit, die Zugsparte des angeschlagenen Berliner bzw. kanadischen Konkurrenten Bombardier kaufen zu wollen. Darüber habe ich laut den Bahnnews Februar berichtet. Der Kaufpreis von Bombardier Rail soll zwischen 5,8 und 6,2 Milliarden Euro liegen. Wir sehen uns heute an, was diese Übernahme, die im nächsten Jahr stattfinden soll, für die Bahnbranche bedeutet. Zu Beginn einige Zahlen. Alstom hat 38.900 Mitarbeiter in 105 Fabriken in 60 Ländern. Damit wurde im letzten Jahr ein Umsatz von 8,2 Milliarden Euro erzielt. Alstom hat in der Bahnbranche keinen schlechten Ruf und sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Auch Bombardier hat viele Aufträge, das liegt aber auch daran, dass der kanadische Hersteller versucht, möglichst günstig zu sein, woran dann oft die Qualität leidet. Als nur einige Beispiele wären hierzu der FV Dosto, die DB IC2-Züge oder die ÖBB Talent 3 genannt. Bombardier Rail beschäftigt 36.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und sitzt in Berlin. Der Dachkonzern Bombardier hat sein Hauptquartier in Kanada und macht alle Teilkonzerne zusammen, also mit seiner Flugzeugindustrie, einen jährlichen Umsatz von rund 16 Milliarden Euro. Bombardier als Gesamtkonzern macht in der letzten Zeit allerdings Schulden, vor allem eben in der Zugsparte, die gleichzeitig aber als wertvollster Teil Bombardiers gilt. Nun planen diese beiden größten Zughersteller Europas also eine Fusion. Für Bombardier scheint es dazu keine wirkliche Alternative zu geben, denn wie gesagt steckt man dort in Schwierigkeiten. Alstom und Bombardier wollen sich mit dem Zusammenschluss zur weltweiten Nummer 2 der drohenden Konkurrenz des chinesischen Branchenriesen CRRC erwehren. Denn dieser drängt mittlerweile auch auf den Weltmarkt und hätte schon fast die ersten Aufträge aus Österreich, nämlich von der Westbahn, erhalten. CRRC ist mehr als doppelt so groß wie die beiden nächstgrößten Hersteller Alstom und Bombardier zusammen. Mit der gleichen Begründung hatte übrigens Siemens versucht, die EU von einer Übernahme von Alstom zu überzeugen, war aber damals am Widerstand aus Brüssel gescheitert. Natürlich ist Alstoms Plan aber nicht nur eine gute Nachricht. Erstens ist noch fraglich, ob die Fusion überhaupt von den zuständigen EU-Wettbewerbsbehörden genehmigt wird. Außerdem stellten sich bereits früh einige Gewerkschaften die Frage, wie es mit den Mitarbeitenden in den Werken von Bombardier weitergehen soll, wenn Alstom diese übernimmt. In dieser Hinsicht konnte der Alstom Managing Director aber kürzlich Entwarnung geben. Man wolle alle Mitarbeiter übernehmen, für die Bombardier-Standorte seien zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen geplant. Durch die Fusion könnte sich in der Bahnwelt aber noch mehr ändern. Denn die Zughersteller Alstom und Bombardier sind für die Genehmigung ihrer Fusion durch die EU, Insidern zufolge, zum Verkauf von Teilen ihrer Unternehmen bereit. Selbst wenn die Brüsseler Wettbewerbsbehörde eine vertiefte viermonatige Prüfung einleiten würde, sei man zuversichtlich, sie letztlich zu überzeugen. Eines der Zugeständnisse könnte ein Ende der Partnerschaft von Bombardier mit Hitachi bei Hochgeschwindigkeitszügen sein. Die EU-Kommission stößt sich den Insidern zufolge aber noch an weiteren Themen. Zum Beispiel der Marktmacht in der Signaltechnik, bei Hochgeschwindigkeitszügen und bei Intercity sowie Regionalzügen. Bei den Intercity- und Regionalzügen könnte es reichen, Fabriken und Technologie zu verkaufen. Dazu plant Bombardier angeblich, die Talent 3-Plattform und die zugehörigen Produktionsanlagen am Standort Hennigsdorf bei Berlin zu verkaufen, teilte Alstom mit. Wer die fehleranfälligen Talent 3-Züge und alle dazugehörigen Verpflichtungen kaufen möchte, steht meiner Meinung nach aber auf einem anderen Blatt. Auch der Alstom-Produktionsstandort Reichshoffen in Frankreich soll verkauft werden, so ein weiterer Vorschlag. Bei Zugsignaltechnik gehe es um einen leichteren Zugang der Konkurrenz zu Software. Dazu wollte sich Alstom nicht konkret äußern. Man sei in laufenden konstruktiven Gesprächen mit der EU-Kommission und daran werde sich bis zur Entscheidung nichts ändern, hieß es. Im Allgemeinen scheinen die Gespräche mit der EU-Kommission also gut zu laufen. Bis Ende Juli soll in Brüssel eine Entscheidung fallen, was auch auf eine erweiterte Prüfung hinauslaufen könnte, die, wie bereits erwähnt, vier weitere Monate in Anspruch nehmen würde. Wenn aber alles glatt läuft, soll das Gespräch im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein.
Über die Entscheidung der EU-Kommission halte ich euch natürlich in Bahnnews auf dem Laufenden. Bis dahin folgt mir gerne auch auf Instagram und Twitter für weitere Infos und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.